Moin und herzlich willkommen hier zurück zu Occupy Mars. Ja, ich sagte euch, ich hole euch ab bei dem Hangar, wo wir zuletzt gelootet haben. Tja, und wie ihr seht, was habe ich vergessen? Zu reparieren. Wollte ich gemacht haben, ihr habt alle geschrien, ich weiß, wir müssen reparieren. Darum habe ich euch jetzt doch schon wieder an unsere... an unserer Bergbaustation mit reingeholt. Weil hier haben wir ja eine Reparatur. Na, ein Reparaturtisch. Obwohl den. Naja, muss ich. Muss ich eigentlich nicht, aber was soll's, ne? So, da repariere ich jetzt mal fix die. Fix einmal die Materialien. Achso, und für die, die nicht wissen, wie das geht, wie man Sachen repariert. Man kann ja sein. Na, ihr geht ja an. Irgendeine von euren Werkbänken, also nein, also an die Werkbank, an den Arbeitstisch, also entweder den oder in einer anderen Station, wie auch immer, und dann zieht ihr einfach hier aus eurem Inventar das da rein und geht auf Reparieren. So, ich glaube, mehr repariere ich denn auch nicht. Da oben den Presslufthammer, den könnte ich rein theoretisch sogar... Könnte ich rein theoretisch sogar erstmal im Rover lassen? Ja, lassen wir im Rover, ne? Ah ja. Das ist eine gute Idee. So. So. Das könntest du jetzt vielleicht lieber einmal nochmal in die richtige Position packen. Dich ziehe ich da runter, dann ziehe ich dich darauf. Ja, doch, nimm mal lieber dich. So, du darauf. Ich glaube, hier hatten wir ja Schläuche drin, ne? Ja, hier waren noch ein paar Schläuche drin. Oh, hier ist sogar Strom drin, ne? Pass mal auf, das möchte ich schon gerne mal mitnehmen. Obwohl, den können wir hier als Reserve lassen. Besser ist... Okay, hier geht's raus. Ich wollte zum Rover... ja, seht ihr, wusste ich es doch. Okay, dann würde ich sagen, wir brauchen einen Rover. Zack, zack. Ich wollte gerade sagen, hallo? So, das dauert ja ein Momentchen. Da habe ich die ganzen Sachen auch noch nicht reingeschmissen, ne? Da haben wir unseren Pickup. Benutzen wir auch viel zu wenig. Das läuft. Wie sieht das denn hier mit dem Strom aus? Achso, ich wollte auch mal gucken, wie viel Energie noch in der Stromgeschichte ist. Dass hier wenigstens alles läuft. Jo, das sieht sehr gut aus. Habe ich euch eingeschaltet? Ja, habe ich. So. Ja, ich hätte das auch anders machen können, ich weiß. Aber jetzt machen wir das so. Klack. So, jetzt fliege ich dann. Passt mal auf. Ah, lass auf das Ding. Wir lassen das mal auf. So, da hinten müsste eigentlich unsere, wo wir aufgehört haben zu looten. Also das da unten ist eigentlich alles schon gelootet. Wir haben es nur noch nicht geschliffen. Und ich habe meine Taschen immer noch nicht leer gemacht. Aber nicht schlimm. So, das ist ja nicht so weit. Wir sind ja auch gleich da, ne? Da bleibt ihr dabei. Machen wir zusammen. Fliegen wir mal eben schnell hin. Ist ja auch fix gemacht. Dann machen wir heute mal wieder eine... Ups, Entschuldigung. Ich bin hier ein bisschen... Machen wir heute mal eine kleine Loot-Runde. Ich würde auch tatsächlich sagen, ich nehme den Hangar komplett mit. Also wenn wir gleich den Rover hier haben, dann baue ich das ab. Also ich mache... Ich bin auch ein Vollpfosten, ne?
hab schon wieder die Hälfte vergessen. Ich wollte doch die Taschen leer machen. Ah, egal. Egal, egal. Kriegen wir schon irgendwie hin. Was habe ich hier eigentlich alles aufgebaut? So, gehen wir mal rein in die gute Stube. Weil so ein Hangar frisst nämlich doch ganz schön viel Materialien, Leute. Ach ja, guck mal. Der sollte ja voll sein. So, ja. Fahren wir mal unser Sportgerät mal raus. Es wird schon wieder dunkel. Aber den Hangar reiße ich gleich manuell, also ohne euch ab, ne? Also keine Angst. Das müsst ihr euch nicht mit antun. So, stopp mal, halt mal an, halt an, halt an. Wir müssen jetzt nur einmal unseren Rover noch holen und dann wird das hier niedergemacht und dann geht das los. Ich werde nur einmal gucken. Eventuell würde ich sagen, können wir ja hier die Nacht verbringen. Nur vielleicht, ich will nur mal gucken, wie viel Dampf unser Rover noch auf dem Kessel hat. Das wird es gut sein, machen wir so. Nee, du musst dann auch die Kiste rausfahren. Ja, ich hätte das mal zu Hause aufladen sollen. Hätte Fahrradkette. Ja, das ist, ne? Erst gar kein Plan, dann ein bisschen und dann feststellen, dass das bisschen nicht gereicht hat. Aber ist okay. Ist das neu? Ist das neu? Das kenne ich nicht. Oder weil ich sonst die Musik immer so laut hatte, so leise. Welchen neuen Standort habe ich denn? Hat das was auf sich? Dürft ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich esse noch. Na, wisst ihr was? Ich lasse den hier noch stehen, weil wir haben hier noch ganz viel, was wir looten müssen. Warum sollte ich den denn jetzt erst noch abreißen? Ist ja Blödsinn. Lass ihn doch da. Ist doch Quatsch. Ja, dann bleiben wir hier. So, Luke ist zu. Wir gehen schlafen. Ja, aber vorher essen wir was. Ja, die Taschen so voll. Essen? Ich glaube, Wasser brauche ich nicht. Wir schlafen eh bis 7. Ich habe nicht genug. Ernsthaft, du hast nicht genug Wasser? Komm. Naja, wir haben jetzt richtig viel Wasser. Also wenn man bedenkt, wie viel wir sonst immer hatten, ne? Ja. Also dieser Jingle, ist das einfach nur ein kleines, ich sag mal, Gimmick? Oder ist das wirklich, was Spezielles? Ich bin am Überlegen. Ich bin am Überlegen, ob ich... Nee, wir können ja, wie gesagt, ich kann ja jederzeit zurückfliegen. So, hier ist ja leider noch nichts Großartiges, immer noch nicht, ne? Also ich gebe ja die Hoffnung nicht auf, Freunde. Ich gebe ja die Hoffnung nicht auf. Also, falls das geht, ihr, also, ne, in die Kommentare. Ich sag jetzt mal, es geht bestimmt nicht. So, ich muss hier die Taschen leer machen. Das ist ja ein bisschen blöde jetzt, weiß ich. Das ist richtig blöd. Das war nämlich so überhaupt nicht geplant. Aber gut, dann ist das so. Das bleibt, den schaufel ich mal wieder zurück, weil das ist ja richtig. Na, pass mal auf, den machen wir hinten mal richtig voll. Ja, kommt. Den machen wir einmal voll und dann. Ich kann das jetzt Wasser. Water refilled. Okay, danke.
Und dann können wir, so packe ich den darüber. Dann packen wir hier noch was rein. Wie gesagt, zur Not kann ich auch noch ein paar Sachen hier auf den Fußboden schmeißen. Das hattet ihr mir ja auch erzählt. Eine lasse ich wieder als Reserve. Den nehmen wir auch mit rüber. Strom packe ich dahin. So, dann kann ich... Ja, pass mal auf. Pack mal das Ding dahin. So. Was war denn da eigentlich? Achso, da war Strom drin. So, jetzt will ich mich bloß noch einmal vergewissern. Ja, Nahrung ist da. Die Nahrung ist da. Gut. Sehr schön. So. Dann würde ich sagen, unser ATV. Ich habe gesagt, wir wollen noch weiter hierhin. Da ist bestimmt gelootet worden schon, ne? Da ist gelootet. Wie bin ich denn überhaupt ausgerichtet? Ja, wo bin ich denn? Da. Ich schaue dahin, aber ich müsste nach Süden. Na gut, gucken wir mal. Fahren wir mal Richtung Süden. Osten, Norden, Süden. Also, ich fahre jetzt mit dem Teil dahin und fliege nicht. Weil hier noch ein bisschen Platz ist. Da kann ich auch noch ein bisschen was reinpacken, wenn wir doch noch etwas Hübsches finden sollten. Wenn ich mir hier nicht vor die Ohren abfahre. Da hinten. Aber vorsichtig, ganz vorsichtig. Wir wollen es nicht übertreiben, ich zerschell sonst. Da hinten ist auch noch was. Unsere Markierung haben wir gesetzt. Ja, da geht was. Ganz ruhig. Lauchina, komm. Halt durch. So. Ich hätte da vielleicht aus Spaß Raketen hinsetzen sollen. So für Meteoritenschauer. Da hinten ist auch. Und da ist auch. Also wie gesagt, wie gehabt, ne? Also wir schleifen hier nichts. Hier wird nur gelootet. Oh, hier ist alles voll. Es sei denn, wir brauchen für irgendein Projekt auch Dinge. Vielleicht hätte ich hier meinen Hangar setzen sollen. Ah, oh. Halt dich. Ja, guck, sie hat's doch drauf, Leute. Alles gut. Sie hat's drauf. Okidoki. Das sieht doch interessant aus, so wie alles andere auch immer. Water refilled. Ja, klar hast du refilled. Gut, wir sind gut aufgestellt. Dann schauen wir mal. Gehen wir doch mal gucken, wie spät ist denn das? Wir haben ja eben erst aufgepennt, ne? Ja, das ist der Mars. Ja, sieht toll aus. Toll, hier, alte Solarzellen. Würde ich sagen, gehen wir doch mal rein in die gute Stube. Oder, naja, gute. Oxygen, 75%. Gute Stube ist so eine Sache. Habe ich jetzt eigentlich auch... Ja, habe ich. Hatte auch Sauerstoff mitgenommen. Schade. Guck mal, schön aufgeräumt hier drin, ne? So, ich mache erstmal aus. Einmal gucken, ob es... Das ist unser AT-Düse-Dings. Okay. Ein bisschen zu aufgeräumt, würde ich sagen, oder? Gehen wir erstmal hier lang. Wartet. Wartet bitte einmal kurz. Ab und zu. Available point for technological advancement. Wofür habe ich denn den Technologiepunkt bekommen? So ist ja auch mal was oben drauf, was ich so nicht sehe. Okay.
Okay, aufgemacht. Ja, es wird mich auch mal wirklich interessieren. Da geht's ja dann bestimmt raus, ne? Nee, tatsächlich nicht. Kommt, da ist doch was drin, oder? In der alten Kiste? Ich guck trotzdem mal rein. Nicht, dass hier etwas kaputt gegangen ist. Hier ist... Nö. Hier ist nö. Hier ist gar nichts. Warum ist hier nichts? Doch, da ist was. Da. Weil, wie gesagt, mir fehlt auch irgendwie noch der, wie heißt das Ding? Oh ja, Elektronik können wir gut ab. Hier ist Put. Weil das immer sehr irritierend, warum er das immer anzeigt, ne? Aber warte, mach mal auf, ich kenne mich doch. Ich laufe hier sonst fünfmal rein. Kannst du gar nicht aufmachen. Das würde mich auch mal interessieren, warum ich bei uns hier nicht den... warum du in den Treibhäusern keinen Botaniktisch aufbauen kannst, finde ich echt schade. Ja, was soll ich sagen? Bis jetzt nur... Ist jetzt nur Elektronik. Schade auch, ne? Da bin ich gekommen, da ist die Tür auf. Na da? Okay, da ist Sprengstoff. Sehr geil. Da kann man mal wieder eine kleine Baurunde einlegen, hätte ich fast gesagt. Ich komme da nicht ran, Leute. Hehe. Da müssen wir halt das Regal abbauen. Okay, das ist aber echt mau hier. Das ist hier aber echt mau. Also wir haben eine wahnsinnige Elektronik gefunden, ein Elektronikbauteil und ja, einmal Sprengstoff bis jetzt. Also du könnt jetzt hier mal richtig scheppern im Karton. Ja, okay, gut, gehört denen auch mal damit zu, ne? Dafür ist die Station relativ gut aufgeräumt. Und ich laufe mit Sicherheit nicht an so viel Sachen vorbei, gerade wenn man das Z drücken kann. Okay, hier geht's raus. War ich denn hier schon im großen Teil drin? Ja, das wird ja das... Das war das Treibhaus. Was warst du denn? Ja, genau, da sind wir drumherum gelaufen. Ja, ich weiß ja nicht, wie ich das sagen soll. Ich kann ja nochmal hier durchgehen. Nee, hier bin ich gerade raus, ne? Genau, hier bin ich gerade raus. Ich find's auch schade, dass sie das nur so dargestellt haben und nicht wie eine richtige Raumstation. Ich weiß ja nicht, ob es, wie das vom Programmieren her ist, aber nicht machbar gewesen. Wisst ihr, dass man wenigstens mal grob. Die Tastatur klappert voll. Was ist denn hier los? Dass man hier wenigstens vielleicht die Station mal ein bisschen cooler sehen konnte. Nee, da war das. Da ist die Tür auch. Oh, es ist geil mit den Türen. Muss ich ja ehrlich gestehen, finde ich echt gut. Schön, dass sie das gemacht haben. Wirklich sehr schön. So Kleinigkeiten feiere ich ja. Wir haben es hier noch auf, ne? Waren wir oben schon? Nein. I don't think so. So, jetzt hier die fetten Sachen finden. Na, ist doch ein... Ja, nee, ich nehme jetzt den Zauberwürfel nicht mit. Höchstwahrscheinlich brauchen wir den Zauber... Wisst ihr was? Ich nehme den... Nee, ich nehme den nicht mit.
Ist wahrscheinlich, brauchen wir den nachher. Tankrucksack, ja, schade mit dem Tankrucksack. Ein Stuhl, ein Helm, den wir nicht verwenden können. Ich weiß auch noch, wie viele Helme wir in der Beta gefunden haben. Ey, mega, ne? Haben wir jetzt überhaupt mal einen Helm gefunden? Nein, wir haben einen gebaut und einer war in unserem Rover. Hm. Saat habe ich bis jetzt auch noch nicht, aber ich muss ja auch ehrlich mal so gestehen, hier ist auch nichts drin. Ich mache trotzdem mal auf. Wir haben ja auch noch gar nicht viel gemacht, ne? Also jetzt so im Verhältnis, ja, eigentlich nö. So. Okay, dann war es das hier, würde ich sagen. Das war ja mal nicht so dolle. Du warst enttäuschend, Station. Du warst enttäuschend. Ihr wisst, warum das enttäuschend war, ne? Echt jetzt? Wer hier schon? Oh. So, kurze Frage in die Runde. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, warum markiere ich mir das? Ach ja, stimmt. Ich wollte mal nachgucken, ob da was spawnt. Ja, wir fahren dann mal weiter. Maruk. So. Bevor wir da oben hochfahren. Ich habe ja eben zwar schon mal geguckt, aber ich gucke mal lieber nochmal nach. So, ich möchte... Ausrichtung ist da. So, wo war die Station, wo ich hin wollte? Da ist eine, da ist eine. Da ist nichts. Da ist nichts. Gut. Also ist es Wurst. Wir können diese Station nehmen. Die wäre dann Süden. Genau, da will ich auch hin. Nehmen wir jetzt die vor. Ach ja. Komm, da kannst du rüberhüpfen. Komm. Yippie. Ich lasse sie einfach mal alleine fahren. Die Hüpf. Die Hüpf. Ich habe hier bis jetzt auch noch nichts Specialiges gefunden. Ach, Schande, das ist eine schrottige Basis. Die ist immer ein bisschen nervig. Da müssen wir ein bisschen Schrott abbauen. Nützt nix. Und wir gehen erstmal so weit rein, wie es geht. Höchstwahrscheinlich war ich hier auch schon drin. Ich habe bloß nie was. Ich hab's nur nicht markiert. Ich kenne mich doch. Ja, ist das so halt, ne? Da müssten wir damit leben. Nützt ja nichts. Ah, 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 nee, 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 ja. Geh doch da einfach hin. Hopp. Sprengstoff ist schon mal sehr genial. So. Da mache ich mal was weg. So einfach mal grob, weil da fliegen auch viele Teile weg. So. Dann kann man mal ein bisschen besser gucken. Oh, schön. Mensch, da ist eine Tablette. Habe ich verwenden? Ja, okay. Ist aber nichts bei. Hier ist eine... Platine und ich habe das Köfferchen nicht mitgenommen. Ja, mein Gott. Hoffen wir mal, dass wir nicht so viele Platinen finden. Hallo. Oh, da ist noch eine Elektronik. Ein Elektronik-Teils-Dingsbums. So. Schubidubidubidu, schubidibidi. Wir marschieren durch das schrottige Schrotti-Dingsbums. Aber da ist nix, gar nix. Mach hier nochmal weg. Lauchina, mach das hier nochmal weg. Zack. Was ich mir auch gut vorstellen könnte, was auch cool wäre, so mit den Tablets.
finde, es hätte man vielleicht so ein bisschen so wie Planet bei Planet Crafter machen können, dass man gesagt hätte, ja, du findest auch so Datenträger und die kannst du dann, dass man die vielleicht sogar reparieren muss, wenn da so hübsche, richtig coole Sachen bei sind. Wisst ihr, dass das nicht so, naja, ich will jetzt nicht sagen, den lasse ich liegen. Einfach in Anführungsstrichen. Ich meine, viele von euch mögen es ja auch einfach, so ist das ja nicht, aber ich hätte das schon cool, klasse gefunden. Da ist noch Sprengstoff. Also wisst ihr, so Datenträger, zack, und dann musst du damit zur Basis, dann musst du an einen Tisch, dann musst du es auslesen. Irgendwie an dem Forschungstisch. Und dann geht's, kann man das auslesen. Das fände ich cool. Und vielleicht sogar das Platin. Jetzt kommen die Platinen hier, ey. Jetzt, wo ich mein Körbchen nicht dabei habe. Oh, wieso habe ich das eigentlich nicht dabei? So, okay. Ja, das fände ich schon geil. Das fände ich cool. Das fände ich besser, als jetzt hier so ein Tablet zu finden. Na, Leute, echt. Finden, vielleicht sogar Datenträger beschädigt, aber da weiß man vielleicht schon mal, oh, das ist was richtig Cooles. Da muss man den so ein bisschen reparieren. So ein bisschen mit Löten und so. Das wäre doch geil. Doch, von da komme ich, ne? Ja, von da komme ich. So, jetzt muss ich mal gucken, wo war die nächste Station? Ah. Ich finde es auch schade, dass man nicht auf seinem Gerät. Da, mach doch mal einen Tracker. Was nehme ich denn da? Ja, nimm mal rot. Da geht's lang. Das würde ich tatsächlich, wie gesagt, gut finden. Aber na gut. Ist ja so auch in Ordnung. So. Tschung. Nicht wieder wegfallen. Oha, klitzekleine Performance-Probleme. Aber das haben sie ja auch gesagt, dass sie da auch mal dran arbeiten wollen, ne? Also es liegt jetzt nicht an meinem Rechner, sondern das ist tatsächlich, habe ich im letzten Update gelesen, dass sie da auch noch weiterhin dran arbeiten. Dass es da noch ein paar Probleme gibt. Aber ja gut, es ist Early Access, was soll's. So, ich würde sagen, dann werden wir mal sehen, was uns hier erwartet. Die Station. Oh Mama, das gibt Aua. Das gibt Aua. Halt mal an. Ich hoffe, ich habe ein Helm-Reparaturset mit. So, die Station für heute noch einmal looten. Ja, es ist sogar ein Hangar. Das ist ein Hangar. Aber das muss ja nichts heißen. So. Pass mal auf, wie viel Platz haben wir denn noch? Ja, alles gut. Alles super. Alles super, alles toll. So, dann lüpfen wir mal hier draußen rum. Schubidubidu. Laufen wir hier draußen rum und finden einen Gummischuh. Ist hier noch irgendwas Hübsches? Da drinnen scheint was zu sein. Eben blitzte da doch was auf. Ich würde aber sagen, wir gehen von hier rein, ne? Fangen wir den kleinen Räumchen an. Was war das denn mal? Eieiei. Das war verschrunzt.
Nö. Auch wenn man sagt hier so, dass man vielleicht hier diese Werkzeuge, dass man die finden kann und reparieren kann. Was ist das hier? Stahlplatte? Da ist noch, wieso hat er mir das denn eben nicht angezeigt oder habe ich es nur wieder übersehen? Motoren. Motoren. Suit power 75%. Boah, alles gut. Bitte noch mal Licht aus. Da scheint nichts dran zu sein. Okay. Auch hier, ich weiß ja nicht. Also so Sicherungen habe ich so noch nicht gesehen. Also dass man die vielleicht ausbauen kann, warum eigentlich nicht? Ah, ja, ist Early Access. Wie gesagt, vielleicht kommt ja noch was. Vielleicht kommt ja noch mehr. Da ist organisches Material, wobei wir organisches Material eigentlich auch liegen lassen können. Aber das, ach, da ist eine kleine Platine drin, oder was ist das? Eine mittlere Leiterplatte. Also eine Platine. So. Da war keine Tür mehr, ne? Was vergessen? Ich denke nicht. Warum schnauft es eigentlich immer so, wenn wir hochspringen? Ist das so anstrengend? So, Sprengstoff. Immer ganz viel. Wir müssen noch ganz viel Steine bauen, abbauen. Wir haben noch ganz schlimme Dinge vor. Da ist ein Teeblatt. So ein kleines Teeblatt. Wäre echt mal schön, wenn wir echt mal wieder was finden würden. Was Freischaltiges. Oh, ich dreh durch noch. Ey, echt, ich hab. Ich glaube, zur nächsten Folge muss ich denn erst einmal zwischenfahren. Da ist Nahrung. Nahrung ist schon mal richtig gut. Einmal zwischenfahren, das Körbchen holen. Das Leiterplattenkörbchen. Da ist ein Stein, den lassen wir liegen. So, da ist Glas. Da ist Motor. Das ist nicht das, was ich drücken wollte. Okay. Was? Ich dachte, das wäre eine Sauerstoffflasche, eine große für einen Rover. Wobei, also wie schon gesagt, immer, also es gibt so Sachen, die vermisse ich überhaupt nicht. Wenn ich mal jetzt überlege, seitdem wir jetzt auch den halt so viel wechseln und den Rover gar nicht so viel fahren, kommt es ja mit dem Strom ja aus bis was weiß ich wie lange. Also das ist ja gar kein Problem. Und den haben wir voll aufgewertet, weil wir es konnten, ne? Okay, jetzt wird's aber Nacht. Dann würde ich sagen, ich mache hier jetzt Schluss. Hier sind wir durch. Ich markiere mir das. Oder es ist ja zum Glück schon markiert. Kann hier aber schon mal looten. Den Flievertüt lasse ich da stehen. Flieg zurück zum Rover. Und ja, also wir sehen uns dann hier wieder, ne? In der nächsten Folge. Also ich fliege zurück, ich bringe das Körbchen mit und penne, wir rüsten uns. Und wenn nichts Großartiges dazwischen kommt, dann sehen wir uns wieder hier, aber gestärkt und machen weiter, ne? Vielleicht kann man ja auch sonst den Hangar noch mal umsetzen. Aber das werden wir sehen. Gut, meine Lieben.
Dann wünsche ich euch noch eine gute Zeit und schönen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge, also morgen. Ne? Macht's gut. Ciao, euer Maruk.